Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal P-Glock oder Köln richtig, wenn es will. Nach lang geht's mal wieder ein COD. So lange ist gar nicht her, habe ich gehört. Doch ist es. Ich hoffe, das ist das Haus 24/7. Oh. Ich hoffe, ich kriege eine der neuen Karten. Wir sehen es gleich. Lasst euch mal überraschen. Okay, und Einmarsch in eine nagelneue COD-Karte. Ja, die Karte ist neu. Und nein, wir spielen nicht Modern Warfare 2 2022, wir spielen Modern Warfare 3 2023. Und ja, es ist dieses wunderschöne Hotel, Schloss, wie auch immer, in den Niederlanden, wo die Holländer ja was dagegen hat, dass man die Karte nimmt, weil sie ja zerstört wird. Und ja, ich habe mich schon im letzten Video ausgekotzt, dass ich ein bisschen billig finde, wenn man einfach die Karten von den vorigen CODs benutzt. Jetzt wirft er auch richtig. Nice. Davor bin ich reingeworfen worden. Da war es mächtig verbuggt. Okay, okay. Da, ich sehe nicht. Oh, was? Nein. Ich war mein eigener toter Winkel. So muss das sein. So macht Spaß. Und dann hat er das Spiel gerade abgebrochen. Dann musste ich es neu starten. Und jetzt scheint auf jeden Fall wieder die Animation zu stimmen mit dem Werfen. Der hat die irgendwie vorhin unter der Hand geworfen. Ganz verwirrend. Aber okay, ich weiß, wir sterben. Ah, ich habe gedacht, das ist einer aus meinem Team. Nein. Oh, hab ich gepennt. Ich bin wieder fit. Oh, ich habe einen. Ich habe einen. Ja. Ich habe einen Kill. Ich muss dazu sagen, ich habe selber schon lange nicht mehr COD gespielt. Weil ich, wie gesagt, viel mit dem Kaufhaus-Simulator die letzten Wochen zu tun hatte, privat. Und. Yo, am Pürzel habe ich keinen getötet. Und jetzt wieder zwei Tage lang Palworld neu angefangen habe auf dem Steam. Auf der Steam. Also von Steam das Palworld und nicht von der Xbox im Game Pass. Und dementsprechend, ja, habe ich sehr wenig COD gespielt. Habe ich? Nein. Oh, da ist noch einer. Was war das? Setze Vorladung ein. Wie hinter uns. Oh, ich habe ihn. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich ihn kriege. Habe ich. Hilfe, ich bin am Pumpen. Nein. Oh, rechts von mir. Nein, mein Gott. Drei Eingänge, zwei verteidigt. Also, ist eine gute Quote, oder? Zwei von drei verteidigt. Der dritte hat mich bewegt, gepumpt, gereinigt, wie auch immer. Scheiße, ich muss auch mal nicht sagen, oder? Was soll ich sagen? Ja, wie gesagt, ich habe dadurch nicht so viel COD gespielt. Ich fange gerade erst wieder an. Ich habe wochenlang kein COD gespielt. Passt schon. Hinter mir war ein blauer Punkt irgendwo. Wo kam er her? Wo war mein Teammate? Ich habe auf der Karte bei mir einen blauen Punkt gesehen. Deswegen habe ich mich ja auch nicht, ne? Deswegen habe ich mich ja, also, ne? Schon wieder, da ist ein blauer Punkt und immer wieder taucht dann dieser angeblich deutsche Spieler auf. Und immer wieder wird auf der Karte vorher ein blauer Punkt angezeigt und dann taucht dieser Bro auf. Oder diese Sis, wie auch immer. Hm, das wirkt natürlich schon richtig nach Cheating, aber... Wo ist die Person? Wir haben uns die Führung gesichert. Wo ist die Person? Das Problem ist, ich bin so alt, ich jage noch nach der Minimap an der Seite. Laut der Minimap war hier jemand. Das ist mein Problem, was ich habe. Laut der Minimap ist da jemand. Und die Minimap kann man eigentlich für wahre Münze nehmen. Mein Problem war gerade, ich habe es gesehen. Ich habe den rechts im Augenwinkel gesehen, habe den dann gesehen, konnte ihn nicht anvisieren und bin tot. Ja, das wird eine echt miese Round. Vielleicht können wir noch ein paar gute Points holen. Und ja, ich habe jetzt mal eine neue Karte hier. Nein, da war niemand. Ey, verpieselt dich doch mal. Jetzt mal ehrlich, ich habe gezwinkert. Ich habe gezwinkert und er kam in die Ecke. Und aus seiner Ansicht ist der gekrochen. Langsam vorangeschritten. Das geht nicht. Hinter mir, oder? Nein, doch nicht. Ey, ich fühle mich wirklich von diesem Spieler und von dem mit der deutschen Fahne verarscht. Ich behaupte, die schieben. Warum? Ja, die kriege ich sehr schwer bis gar nicht. Und die tauchen auch von Positionen auf, wo sie gar nicht auftauchen können. Nein. Ah, schön, wenn man sich selber noch tötet dabei. Hab dich gesehen, Minimap. Hab dich gesehen, Minimap. Ah! Ja, Pürzel! Der war nicht schneller.
Oh, falls euch das Video irgendwie gefällt, den schlechtesten CD-Spieler Deutschland zuzusehen, dann lasst mal ein Abo da, liked und kommentiert das Video. Es würde mich tierisch freuen, deinen Namen öfters in den Videos zu lesen. Ansonsten drückt mir die Daumen, dass es gerade mal besser wird. Habe ich überhaupt eine Bohrladung benutzt? Das habe ich schon lange nicht mehr benutzt, seit 2019 nicht. Obwohl ich es da echt gefeiert habe. Ich raff's nicht. Danke, Bro. Oh, mein Teammate hat mir gerade so den Arsch gerettet, glaube ich, oder? Nein! Ey, warum von zwei Seiten? Wollt ihr mich verarschen? Ich hab den nicht gesehen. Er sieht mich tausendprozentig. Ich ihn nicht. So funktioniert eigentlich Geometrie nicht. Aber ist okay, lass mir mal durchgehen. Die Gegner haben ja das Leben durchgespielt. Dass der mich jetzt nicht gesehen hat, nice, finde ich gut. Okay, ich gehe mit. Deck mal hier. Weil du deckst auch hier, sehr schön. Unser Teammate läuft da alleine rum. Ja, das ist toll. Da ist einer, hast du? Hast du? Okay, meine Leute gehen nach da, dann gehe ich nach hier. Geh mal nach hier. Hab ihn. War, glaube ich, ganz allein mein Kill. Ja, oh mein Gott, das war ein Unentschieden, ey. Ja, das wäre auch beinahe unser Tod gewesen. Hilfe. Vielleicht trotzdem, dass da jemand kommt. Ich weiß auch gleich, dass einer von hinten kommt oder so. Es ist irgendwie so ruhig hier. Wenn das an einer Seite so ruhig wird, dann kommen die Leute da lang. Ich werde auch gleich voll in den Rücken geschossen, wetten. Irgendwie doch nicht. Krass nicht. Boah. Alter. Hilfe. Okay, wo ist der? Zeig dich. Hab dich. Und zeigt euch oder ich werde gleich überrannt. Eins von beiden. Ah, okay, von da. Nein! Das ganze Team kommt von da links. Ey, komm schon, hör auf. Hört doch auf, wo ist denn mein Team? Okay, wir jagen mal die Hunter-Killer-Drohne hoch. Ich glaube, das ist keine Hunter-Killer-Drohne. Aber egal, sieht so ähnlich aus. Okay, ich gehe links. Nein, ich gehe links, dann gehe ich rechts. Meine Güte. Können nicht alle denselben Weg gehen? Ja, danke, Teammate. Uhuhuhu, wir haben ihn. Auch wenn wir ihn nutzen. Nein, was war das? Nein, was war das zur Hölle? Warum hat es da Bumm gemacht? Er hat was gemacht? Nein, meine Güte. Ach, ist das schön. Oh, wie ist das schön. Minimap war jemand, will sich verarschen. Der ist da unten, ne? Schon wie lange ich brauche, um den anzuvisieren. Am Arsch. Hä? Hier war doch jemand. Ja, die haben sich bewegt, ne? Die bleiben nicht auf der Position. Ja, schade. Ich gehe mal hier lang. Wo war der angeblich über mir? Hä? Hä, was stimmt denn hier nicht von der Minimap her? Ja, nice. Mann, war der Typ oder die Type schnell, die Typin. Junge, dann waren meine Muni alle. Bullshit, sind die Gegner so gut. Wie ähnlich immer sagen, ich behaupte, wenn jemand so gut ist, dass er cheatet. Aber ich behaupte mal ganz arrogant, wenn jemand so schnell ist, cheatet er. Ja, hallo? Oh mein Gott. Mal gucken, ob die Idee gut ist, hier lang zu gehen. Ja, ich sehe dich, ich sah dich, komm, zeig dich. Ja, okay. Ernsthaft? Ja, natürlich, Mann! Ja, der Gegner hat gewonnen, kurz und knackig, leck mich doch ein Pürzel. Ach ja, zeig meine Kills. Wir haben gewonnen? Ich habe 16 Kills und bin nur 14 Mal gestorben, das geht ja noch. Wir haben gewonnen, gefühlt war es genau andersrum, aber okay.
Also erstmal wieder meine geistige Verwirrung. Ich dachte, der Gegner hat im ersten Moment gewonnen. Dabei haben wir gewonnen. Ich weiß jetzt nicht mal, welche Seite hat gecheatet, welche Seite hat die Pro-Gamer... Entschuldigung, welche Seite hat die Pro-Gamer gehabt. 16-14 ist ja eigentlich noch stabil und alles über 1, sage ich ja immer, ist eine gute Quote. Oder alles bis 1 ist eine gute Quote und über sowieso. Ich war in meiner Leistung nicht zufrieden. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ja, lasst mal ein Abo da, schreibt es Kommentare, wie die Glocke, liked das Video, weil das geht aus meiner Sicht noch besser, wenn die Gegner oder die Mitspieler nicht cheaten. Das war das Wort zum Sonntag. Ich bin hier mit raus. Hä, heute ist doch Montag. Ach ja, schaltet um 18.30 Uhr wieder ein, wenn es heißt Rogue Company. Und schaltet um 19.30 Uhr, wenn es heißt Apex Team Deathmatch. Hilfe, ich bin hier mit raus. Peace out.